das Spiel, Kinder? Ja, Fokus. Achso, wir haben hier coole... Ja. Ich hätte Boba zuerst bewegen müssen. Achso, ja, komm. Sorry for this. Naja, aber jetzt hast du die Inni. Wer ist First Player? Ja. Ja, da du es jetzt so gemacht hast, aber... Ich habe es einfach vergessen. Warte, darf ich auch noch eine Aktion machen? Ja, jetzt mach doch. Ich will spielen. Ich bin hier nicht zum Stehen. Jetzt werden das in der ersten Runde entscheiden. Wie Booster ist, glaube ich, für dich schon, zumindest wenn du nicht so fliegst, halbwegs entscheidend, ja? Ja. Bier. Du stresst mich. Noch nicht. Erst in Reichweite 1. Ich glaube, dafür sorge ich schon selber. Das ist eine Herausforderung. Deswegen weiß ich auch mal, wen ich jetzt zuerst haben wollte. Weil ich ja nicht danach mich orientiere, was zu machen. Also ich fliege jetzt zuerst, also entscheide ich, fliege ich nach rechts. Ist das okay? Bist du jetzt ein Judge? Die haben ja alle gesagt, das ist ein Hamburg. Aber eigentlich ist es ein Sache. Ja, ich mag Mrs. Frost nicht so sehr. Achso, und da. Das ist nicht in der ersten Liste. Ja, so werden wir es ja, so haben wir es vorhin ja auch gemacht. Passt schon. Das ist ja auch das, wovon ich ausgehe, aber das ist halt, wäre nochmal eine interessante Frage für irgendwas. Du kannst dir immer einen dazu legen. Ja, außer ich bin gestresst. Ja. Dann will einer vorwärts. Echt? Entscheide es nicht eh falsch, immer. Ja, 50-50 falsch. Dinger entscheidet man sich immer falsch. Oh, da will jemand vorwärts. Ich weiß gar nicht, was du gerade meinst. Keine Ahnung. An den Boost? Nur er hat Boost. Nur Kaino. Nur Geilo, Kaino. So, Ober. Wackelt der so oder? Okay, er wackelt so. Ich hab einfach kein Auge mehr dafür. Deswegen halte ich das einfach mal. Du sagst, ich bin vorwärts. Ja. Ich geh mich mein Geschwätz von gerade eben an. Ja, was denn? Tja. Gib mal Gasse. Ja. Den wir doch dran boosten sollen. Was sonst? Ja. Jo, dann Beginning of Combat, bla bla, mein Boba zuerst. Dein Boba zuerst, ja. Aber dein Quicktor hat ja nix. Meiner hat auch einfach nix. Aber ich hab, glaube ich, irgendwie, oder? Du bist, glaube ich, in der Lage... Oh, nee. Vielleicht, aber vielleicht Kaido. Vielleicht Kaido, aber ich glaube nicht. Nee. Echt nee? Nee. Echt nicht. Echt nicht. Krass. Hammer, oder? Hammer.
Das ist übrigens ein Werkzeug. So was die können. Zwei geradeaus, ne? Oder können die einer Bank? Eins geradeaus, einser Bank, einser Ecke. Ist aber rot, einser Ecke weiß. Beides, weiß. Mm. Ansonsten können die zwei geradeaus. Benni? Und der kann sloopen, ne? Irgendwie so zwei oder drei? Ja, zweier Sloop, dreier Sloop, dreier Talent Roll. Meistflug, Dreierflug. Jo, dann darfst du gerne anfangen. Hätte ich mal doch die 3 genommen. So ein schöner Block gewesen. Oder einfach doch noch links boosten danach, das wäre vielleicht auch eine geile Option gewesen. Vergesst mal die CE, die hält dann raus. Oh, gucken wir mal. Die wird schon gut schlucken gleich. Sollen wir hier eure komischen Würfel nehmen, weil die besser zu sehen ist? Kein Muss. Hm? Ist kein Wollen Muss. Wir diese komischen Würfel nehmen? Nein, oder? Ich nehme meine eigenen. Okay. Naja, bleib ich so stehen. Ja. Mustererkennung danach Stress. Tagelock auf hier Bohr. Genau. Gut, ich möchte. Irgendwem. Die haben keine Calculates. Doch, da. Das soll ein Calculate sein. Das soll ein Calculate sein. Ich möchte ein Calculate haben. Oder. Außer. Hier wurde Kylo neben Stress. Dann darfst du rerollen. Dann habe ich einen offensiven und defensiven Reroll gegen gestresste Wagen. So oder so. Ne, nimm mal den Calculate. Okay. Oh, das ist Reichweite 2. Jo. 2 durchs Schiff, 1 durch den Gunner.
Kontrollsystem, hier Zutritt und Fokus. Wir sind nicht im Reichweite 1, 2 Schiffe. Dann darf Koba. 2. 2 auf Koba. Das ist kein Quatsch, Uwe. Ja, dann darf Boba. Ja, auf wen will Boba? Quick Draw. Reichweite 2, 2 Würfel, alles klar. Was ist jetzt hier? 5. Ich dachte, wir sind noch Reichweite 1. Ich bin dumm. Ja. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ich nehme den Fokus. Das würde ich auch so machen. Crackshot, 3 Schilde. 3 Schilde und möchte zurückschießen. 3 Schilde weg. Ja. Dann nehme ich die Ziele auch aus. Das kann nur besser werden. Oh ja. Ein Schild. Alter, das ist auch nicht nett. Ja komm, 2 Schüsse, 3 2 Schüsse, 3 Schilde ist doch relativ normal. Dein Kylo. Okay, dein Kylo. Reichweite 1 auf Mr. Frosty. Nein, Mrs. Frosty. Ja. Ja, und dann nehmen wir den Fokus. Ich nehme Calculator. Das heißt 2, was kommt noch ein? 2 Schilde. 2 Schilde. Dann dein Scorchy. Ja, schon kacke, wenn du dich stresst, habe ich einen Reroll. Ja, aber trotzdem, ist trotzdem besser. Ja, ich mach's auch. Das ist halt blöde, weil ich einen Würfel mehr habe. 4 gegen 2. Ist immer noch super. Ja, aber ich habe halt keine Modifikation. Einer. Reroll. Ja, brauchst du nicht. Ja, ich mach's trotzdem. Ich muss das Plank wegwürfeln. So. Koschka, Reichweite 2 auf Quick Draw. Durch die Wolke. Durch die Wolke. Quick Draw ist gestresst, deswegen habe ich einen Reroll. Dann gebe ich den Fokus aus für 3. Nein. Crack ich dir weg. Hier das Schild. Und 2. Dann habe ich noch einen. Ja, brauche ich nicht überreden. Die beiden Checkshots sind schon weg, ne? Ja, jo. Dann sind wir in der nächsten Runde. Wie viel haben wir da noch? Einen Rest oder was? Einen hast du noch, ja. Einen habe ich noch, ja. Das extra Schild lohnt sich bei Ihnen heute. Ach ja. Jo, Systemphase. Ja, dann schmeißen wir mal eine Bombe hinter Frosty. Ja, das tut Frosty doch gerne. Das ist ja für eine geile Einsatz, ey. Ja, Einsatz. One Love. Von Ruster. Boba möchte keine Bombe schmeißen. Ich glaube nicht, dass Quick Draw dahin abhauen möchte. Magst du mal deinen Kylo umhängen? Mein Kylo? Ja, von hinten wegnehmen. So, du willst da noch was hinplatzieren? Ich will da jetzt noch sowas Kleines hinplatzieren. Ja, das ist schön. Wo haben wir sie denn? Na,
hast es, dann hast es geschickt gemacht. Aber da kann ich mich auch nicht gegen wehren. Ja, das hast du. Was hältst du von Patafix? Was du? Ich habe einen Tata. Noch kein Alkohol gehabt. Dann einmal würfeln. Passt. Ein Stress für dich. Aber doch gerne. Dann darf dein Scorchy. Mein Scorchy macht da eine zweier Ecke. Zack, zack. Und nimmt sich den Fokus. Okay. Dann kommt Bobby. Da. Ich behalte mal den Prova. Du machst mal das Plätzchen. Guck mal, wieder ruft da. Jawohl, mein gnädiger Herr. Danke dir. So, was macht der gute Prova denn? Der gute Prova. Möchte einen Fokus nehmen. Da möchte jemand noch eine Ecke da rum machen. Wahrscheinlich ins Scorchy. Das passt, glaube ich, nicht, ne? Nein, nee, vorne passt es nicht. Ich muss mal kurz was abbauen. Dahin passen tut er nicht. Nee. Dann musst du wesentlich weiter eindrehen. Und dann rühren wir mal rum. Irgendwie so. Wir könnten vorne nochmal verlängern, kurz. Willst du da noch was hin haben? Ja, da passt ja was hin. Da siehst du, wie die Klappe sein muss. Du kannst auch noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen. Wo der Herz lang. Da sind wir in der Mitte. Weiter nach vorne, weiter nach vorne. Hinten ist nochmal ein bisschen nach links. Und dann passt das. Perfekt. So passt das. Und roll hin und rutsch her. Und perfekt. Dann darfst du nochmal würfeln und kriegst noch Stress. Ja, Stress ist geil. Stress ist richtig geil. Nee, ist meine. Jo. Das hat gerade schon gut geklappt. Ja. Perfekt. Noch ein Stress. Dann dein Quick Draw. Mein Quick Draw möchte eine 3 gerade ausgeben, die blau ist. Das passt aber nicht. Das heißt. Ding. Dann bekommen deine beiden hier einen wunderschönen Crit. Also für die beiden Schilde. Ja. Doch, doch, Kylo auch. Kylo und Scorch verlieren ihre Schilde. Dann möchte ich. Wen möchte ich dann versuchen zu stressen für ein Calculate? Ich würde mal Quick Draw nehmen. Stress. Nimm den Calculate weg. Ja, gern. Ja. Dann schießt Quick Draw mal in Reichweite 1 gegen Koschka. Koschka. Ja, 2. Du bist gestresst. Dann sind es 2 Schilde. 2 Schilde jetzt? Dann darf Boba. Ich nehme mal Koschka weg, maximal die Reichweiten messen zu den anderen beiden Schiffen. 1, 2, dann hättest du nicht mehr wegnehmen müssen. Okay, also 1 und 2. Jo. Wegnehmen ist immer besser wegen dem Dings. Das ist also 1 auf Kylo. Dann nehmen wir mal die 1 auf Kylo hier, komm. Gönn dir. Tagelock. Ja. Rot Bovary. Und Force. Ja. Haben wir auch Force?
Ich glaube nicht, der Post ist glaube ich noch nicht dabei. Noch vor Jigi gekauft wurde. Ja. Jo, zwei. Ein Crit durch die Schilde. Und ein Crit. Strukturschaden. Ein Defense-Style weniger. Crit, den hängen wir auch noch hinter Kylo. Ja, dann ist Kylo dran. Reichweite 1. 4 Stück gegen Frosty. Jo. 2. Genau. Reroll war Stress. Die nächste Runde faust du weg, Alter. Kriegst du einfach nur. Gut. Lang, Scorch. 4 Stück gegen Frosty. Für 3. Fast Update. Oh, gibst den Fokus aus. Reroll war Stress. Dann haben wir 3 Schaden. 3 auf. Los, Scorch. Dann gucken wir mal, was Koschkos Reichweite Einschuss auf Kylo sagt. Reroll war gestresst. 2. Ein Job. Jo. Force Region. Hab ich nicht gebraucht, diese Runde. Dann legen wir mal sowas hier weg. Und. Komm, machen wir mal weiter. Warte mal, Koschka hat eine Bombe geschmissen, ne? Koschka hat eine Bombe. Ja. Was sind denn so Kickthrow aus dem maximal blauen Manöver? Der kann 1, 2, 3 geradeaus und 1er 2 weg. 1er 2 weg. Das ist schon ein bisschen was. Spezialisten nicht erst seit 2 Tagen, ne? Ja, sondern erst ein Turnier davor. Also nur Holland davor. Ja, weil Bobby hat sie jetzt irgendwie heute das erste Mal mit und das merkst du. Den Unterschied zwischen dir und ihm. Dass du da schon ein bisschen mehr weißt, wo du mit welchem Flieger wann stehen willst. Und du überlegst nicht so lange wie er. Ja, doch, ich überleg schon noch ein bisschen länger. Also es geht schneller. Gerade jetzt in dieser Situation, wo es echt ein bisschen tricky ist. Wie kriege ich dich da jetzt irgendwie unter Druck? Ja, du brauchst ja gar nicht so den Druck machen. Also 2 Schiffe hast du zur Hälfte und das sind die beiden teuren. Also aber Hälfte ist nicht tot.
dann schmeiß mal mit Bomben um dich. Will ich das? Ich nicht. Ich gedacht, dass du deswegen so überlebst, dass du mir Bomben hinschmeißt und mich blockst. Ja, aber das wirst du ja verhindern. Das wirst du ja verhindern. Oder nicht? Ich bin nur überlegen, so kurz. Nö, ich schmeiß keine Bomben. Obwohl, nein. Nein. Ja, den Braten hast du ja gebrochen. Dass der gestern Bomben zu werfen. Ups, da, ne? Scotchy. Das meins, keine Aktion. Da hat er mich geblockt. Wo will ich hin? Vielleicht in die andere Richtung. Ja, ich geh mal in die andere Richtung. Das kannst du bei allen Drehmanövern machen. Ich dachte, das geht nur bei den Banks. Banks und Kohn. Okay, das wusste ich nicht. Banks und Kohn. Ich muss ihn ja jetzt bewegen. Ich muss erst mal gucken, ob er überhaupt bewegt. Ich markiere mal kurz. Warte doch mal. Bewegen wir den überhaupt? Deswegen markiere ich ihn. Ich glaube nämlich nicht. Nicht, dass da irgendwo Platz ist. Nimm mal die 1 vorher weg. Dann legen wir die 2 an und dann stellen wir mich mal wieder rauf und dann gucken wir mal, ob wir dich da irgendwie zwischenquetschen können. Glaube nicht. Ich glaube auch nicht, da bleibe ich einfach stehen. Ja, ich hätte doch mal eine Bombe hinwerfen können. Also wieder Stress, wieder würfeln. Wieder Stress, wieder würfeln. Wieder nix. Ey, du brauchst einen Stress ab, also kriegst du keinen neuen. Du bist ja trotzdem blau geflogen. Stimmt, ich bin blau geflogen. Korrekt. Ja. Dann haben wir noch Quickie. Auch auf die Wolke und dann kriegen wir das. Das sieht noch mal so aus. Ja, auch auf die Wolke. Ja, dann haben wir das Spiel auch hier auch verkackt. Just in dieser Runde. Wozu denn ich auch? Ich möchte dir deinen süßen Quickie stressen oder. Du willst so einen Quickie stressen, ja, dann. Komm, gib doch, ja. Dann willst du jetzt auch Quickie schießen. Dann hast du erstmal deinen Schuss mit Pfeil. Nee, hey, ich habe erstmal Schuss mit Boba. Deswegen. Boba schießt eine Runde auf Scotty. Boba hat 3 Reloads. Und mach dir mit Force 2 Hits. Dann dein Scorching, dein Kylo. Mein Kylo. Kylo. In Reichweite 3. Durch keine Sachen. Zwei. Ich hab mir aber gesperrt, ist egal. 2. Dann dein Scorchy. Dann mein Scorchy, genau. Reichweite 1 auf Koschka. Das ist 1. Oh ja, es ist 1. Ja, dann nehme ich mir wieder den Stress. Nimmst du wieder den Stress. Dann muss ich jetzt mal glorreich würfeln und du musst schön blenken. Dann ja, immer. Blank oder wir machen halt einfach nur einen Crit raus. Nix, aber ich hab vernascht. Weil du keine Schilde mehr hast, darfst du das Auge drehen. Ja. Dann hast du Stress. Und ich hab's ausgewichen. Jetzt schießen wir mal Reichweite 1 auf Quicktor. Du hast Stress. Einer. Hab ich. Jo, safe.
Ich regen Force. So ein bisschen. Schon gedacht, ich komme bei Bobby nicht ins Spiel gegen die gleiche Liste, aber hier. Nimmst du die Bombe mal so weit wie möglich runter, mal rechts an den da oben? Genau, danke dir. Jetzt kannst du wieder hinstellen. Warte mal, vorher muss ich noch die Einsatztempel abholen lassen hier. Ich wollte gerade sagen, lass mal liegen, oder? Nach Scorch können wir. Wir können nach Scorch die Bombe auch noch so oder so nochmal korrigieren, weil der fliegt ja vor hoch. Dann flieg ich mal. Genau. Warum auch immer ich das hier angestellt habe. Weiß ich noch nicht so genau. Ich glaube, ich hatte einen Plan. Ich bin mir nur nicht sicher, welcher es war. Warte kurz. Naja, ich muss mal kurz gucken, welches Manöver was da hinkommt. Der macht eine 3 geradeaus. Ist das Scorching? Yep. Ah, ich hoffe, das reicht noch für uns. Ah, kann man rausrollen. Zwingen zum Rollen. Nein, ich roll noch gar nicht raus, weil ich ja. Ah, du hast keine Aktion. Gut, das war der nice Scorching. Dann kommt. Ne, jetzt musst du mal Kaido von hinten wegnehmen. Ich muss gucken, ob ich über die Idee fliege. So, Zwecksaktion und so. Ja. Jetzt wissen wir es. Ich kann da immer noch die Schablone nehmen und die anlegen. Hier gibt es einen schönen Stress und so für Puba. Kannst Kaido wieder anlegen. Was war denn Stress hier da? Spaß.
Würfel hast du? Nee. Kommt noch. Nix. Ja, dass du mit beiden eine Bombe schmeißt, das hatte ich nicht erwartet. Aber das macht jetzt auch den König perfekt. Das Spiel ist eh längst verloren. Der fliegt nicht um die Gänge. Super, der kann zumindest der Bombe entkommen. Ist doch super. Ich meine Zielabfassung immer auf Frosty und drehe den Winkel. Okay. Ja, hier ist es nur Kylo. Die beiden sind nicht mit drin. Und hier ist es. Aber sauscharf nicht. Also ein für Kylo, ein für Scorchy. Jeweils ein Crit, korrekt? Jeweils ein Crit. Kylo kriegt den Crit. Hybrid! Egal, also. Das ist ja eh egal, ja, weil es dann noch ist. Ist ja die letzte, genau. Und Scorch kriegt Damage Engine. Alle 90 Grad Manöver. Und dann haben wir nochmal. Ja. Dann möchte Kyle Quickie in Reichweite 3 jo. Schießen. Ohne Stein, perfekt. Also zwei Würfel nach hinten. Stimmt, zwei, ja, korrekt. Nach der Gewohnheit, ich sag immer zu den Nein. Das ist nicht mehr gestresst, ne? Nee. Krass, dann gebe ich mal den Fokus aus. Einen Crit. Fuel League. Boba kann ich, Kylo kann ich, Scorch kann ich. Dann kommt Koschka. Koschka möchte mal versuchen, Quick Draw abzuräumen. Reichweite 3. Ja. 2. Meine grüne Kleine, wäre das was? Doch. Jo, das wäre was. Ist für die tot, ne? Ja, ja. Ja, Danny, der setzt mich mächtig unter Druck hier. Da kannst du ja nicht viel mehr machen. Nee, das sind diese Lampen, die sind so heiß. Diese unglaublichen LED-Lampen, die 2 Watt leisten. Achso. Von mir aus darfst du. Boba hat jetzt noch eine Bombe, ne? Boba hat noch eine Bombe, Koschka ist leer. Da muss ich jetzt grüne Würfel haben wie ein kleiner Gott. Und dann gewinne ich das hier noch. Immer. Immer. Wie viel haben wir denn überhaupt noch? So einen auf Kylo und... Einen auf Kylo und zwei auf... Scorch. Jo. Ich wäre soweit. Ich schmeiß nichts. Magst du hier mal ein 4K machen, das Koschka? 4K. Ein 4K. Sollte eigentlich dran vorbeigehen, wenn ich das richtig sehe. Hat der gute für einen Crit? Alle. Also wenn du mich krittest, kriege ich einen Schaden. Okay. Zielerfassung wird wahrscheinlich nichts. Messen kannst du, wenn du sie willst. Wenn es nichts wird, ein Fokus bringt auch nichts. Ich nehme trotzdem den Fokus. Dann nach Boba. Er war schon total im Lied. Ganz schön gesagt. Gut, ja. Thank you.
ist irgendwie Pest und Cholera. Ich glaube, das passt wieder nicht. Was, rollentechnisch? Ja. Nee. Also das ist nochmal, selbst Reichweite 3 herstellen wird, glaube ich, schwierig. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dich überhaupt nicht. Das ist knapp. Ich glaube, du hast mich. Ist auch du hast deinen Stress abgebaut. Achso, ja, ich habe da einfach nur alle Token nachgezogen. Gott! Du könntest also noch, wie gesagt, deine Fassrolle für Stress machen oder es lassen? Ja, nee. Dann lassen, oh, okay. Dann beginnt der Kampfphase. Kylo hat eventuell keinen Schuss. Nö. Ganz sicher keinen. Dann gucken wir mal, ob Bo einen hat. Der so oder so zuerst anfangen hätte müssen. Ja. Oh, der hätte sogar einen Reichweite 2 auf den. Den nimmt er doch auch wahr. Ja, komm. Unter Druck kann er gute. Nicht ausweichen. Ausweichen ist nicht so seine Stärke. Vor allen Dingen mit 2 Würfeln. Target Lock. Force. Boah, das ist ein Bruder, ne? Stimmt, du hast auch noch Strukturschäden und so, ne? Ja, hab ich sogar noch beide. Dann nehmen wir mal die Base zum Schiff dazu. Dann, ich glaube nicht, dass wir hier Schüsse haben. Nee, die auch nicht gut. Sonst regt sich da wieder jemand auf. Oh nein! Ist schon okay. Ach ja. Ich schmeiß nix. Ach. Magst du mich mal so eine Einserbank in die Richtung fliegen? Ich nehme mal sowas, das nennt sich Fokus. Oder, warte. Ja. Oh, er stresst sich. Wer sagt das denn? Weil du ein Damage Engine hast. Ja, dann werden sie einen schwieriger, aber es ist blau. Ah, weiß. Interessant. Stimmt, früher war das ja nur, wo sie rot werden. Ja, extra nochmal nachgelesen. Ich dachte, sie werden rot. Ich dachte, nein, nur für das Spiel heute. Da sind wir nicht Reichweite 1. Hier sind wir leider auch nicht Reichweite 1. Also haben wir ganz normal Reichweite 2 aus Scorchy. Ein Schaden oder nix? Dann nimmt er den Schaden. Nehmen wir den Stein. Dann darfst du, ist das durch den Stein, ist das daneben, glaube ich, bin ein bisschen schräger in die Richtung. Das auch eher sein. Ohne ist ein bisschen schräger in die Richtung, schießen wir an aufs Rocket. Komm. Habe ich Stress, 3 Stück. Das ist ja übel, ist das so. Hätte ich den Fokus doch behalten. Also, ausgehen. Ich krieg 2 Schaden. Ich krieg erstmal einen Crit oder kriegst du den ersten Schaden? Warte mal. Ach du, ich suffer den ja und dann kriege ich noch einen normalen. Darf aber keine Aktion mehr machen. Kaputt? Nee. Nein, nee, nein, nein. Was für den du gekriegt hast? Damage Sensor Array. Fuel Leak ist jetzt weg. Fuel Leak ist jetzt getriggert, ja. 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 Ich wäre soweit. Mein kleiner Scorch macht jetzt gleich. Keine Ahnung, was er macht. Fertig? Und macht alles platt, ja. Na dann. Das kann natürlich sein. Ja, aber eigentlich. Wenn der Fuß nicht passt, das kann. Krass, das sind also so Scheiße. Dein Scorch. Mein Scorch.
packt man noch natürlich schön hin. Dann stellt er sich da perfekt. Ich finde den da super. Schussposition. Ich drehe mal den dir hinzu und den mir hinzu und ich nehme den Fokus. Boba denkt, er ist jetzt Reichweite 1. Nimmt das Fokus? Nee, nimm mal. Ach komm, einfach mal zur Sicherheit. Schau mal für die Folgerunden hier. Dann mach mal Boba. Dann gucken wir, ob das Reichweite 1 ist, bitte. Oder warte, ich kann das selber. Ist nicht. Ja, stimmt, Koschka ist ein bisschen. Koschka passt ja nicht. Nee, Reichweite 2. Oh, das war wieder die richtige Entscheidung. Komm dann mal hier. So viel zu, das war die richtige Entscheidung. Vielleicht wäre auch der Fokus die richtige Entscheidung gewesen. Ich nutze das Target-Lock. Und der Rest sollte sich beeilen, das kriegen sie. Ich nutze Force, wählte ich bitte. Das reicht nicht. Safe? Ja, er hat noch einen. Also, er ist ruhig, er schafft das schon. Dann kommen wir nochmal mit Koschka. Ein. Komm, einer lang. Jetzt denke. Hab ich! Eieieiei! Ich hab Angst. Oder wie nennt man das, wenn das Braun in der Hose gelandet ist? Jetzt wird er auch langsam ein bisschen anstrengend, gell? Ja? Ei, komm, ich will ihm noch eine Chance lassen. Eine Runde darf er noch auf mich schießen und dann mach ich ihn platt. Ja. Du, das kann passieren. Ja, mach mal. Hast du einen Muskel? Ja. Darf sie nicht. Darf sie nicht. Wir müssen den Zug zurückdrehen. Genau das habe ich jetzt für diese Runde reingeredet. Nimm dich mal zurück. Markier dich. Ich muss zurück. Danke für den Einwand. Ich habe sie für diese Runde mit reingerechnet. Letzte Runde nicht. Ach so. Da stehst du und dann hast du nämlich vorher einen Schuss. Nee, hab ich nicht, weil ich dann in dich reinbombe. Stimmt. Und dann hätte Boba wahrscheinlich sogar einen Reichweite 1 Schuss gehabt. Dann müssen wir den Reichweite 1 Schuss wiederholen, ne? Du hast den ich dann aber trotzdem mit Target Lock genommen habe. Also ich nehme jetzt keine andere Aktion mehr. Dann müssen wir ich hab dann aber in dem Fall halt keinen Fokus, weil ich ja gewarnt habe. Genau, dann müssen wir Reichweite 1 draus machen. Und dann hast du aber trotzdem einen Schaden wieder zurück, den hatte ich eben gemacht, ne? Ja, weil ich ihn genommen habe. Oder? Ja, genau, damit. Genau, du hast ihn genommen, damit du offensiv. Nee, das war die Runde davor, ne? Nee, das war die Runde davor. War kein Schaden. Kinders. Alles gut. Aber der Schuss scheint anscheinend das gleiche zu werden. Na, mal gucken. Force für 3. Ja, ich mache jetzt aber nicht wieder 3 gewählt. Komm schon, ready. Das glaube ich nicht. Du brauchst doch noch 2 oder brauchst du noch 1? Ich brauche nur noch 1. Ah, okay, gut. Aber danke für die Info mit dem falschen Boost. Sorry. Ich fand das nicht okay. Ich hätte gerne noch Koschka gehabt. Alles gut. Ich habe auch nicht dran gedacht. Für diese Runde habe ich dran gedacht. Für die Planung. Für die davor nicht. Ich weiß nicht, irgendwie.